ich möchte, dass Deutschland bleibt. Was heißt das? Ja, was heißt das, was ich sage? Wenn Sie das nicht verstehen, dann ist das Ihr Problem. Dann haben Sie ein großes Problem. Eine Lösung wäre Apartheid. Apartheid? In Deutschland? Damit meine ich zum Beispiel eine Stadt für Muslime, eine Stadt für Christen und so weiter. In Deutschland? Es wäre eine Lösung, ja. Und dann kann man langfristig schauen, welche Stadt sich besser entwickelt. This is a gathering of the right-wing extremist Identitarian Movement, a group in Europe and North America with links to the alt-right and white nationalists. Here in Dresden, about 300 activists showed up for a festival called Europa Nostra, meaning Our Europe. Ich bin heute in Dresden und es gibt eine öffentliche Veranstaltung der Identitären Bewegung. Ich möchte wissen, wer kommt hierher und warum. Wir sind nicht islamfeindlich, sondern wir wollen verhindern, dass das Land, die Bevölkerung ausgetauscht wird. Wird das ausgetauscht? Nach welchem? Wie kommen Sie denn darauf? Jeder Vierte ist schon Migrationshintergrund. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel könnte ich gar nicht wollen. Das kenne ich gar nicht mehr. Da hat man ja nur noch diese Nicht-Tour, die auf der Straße rumliegen. Und wo ist das Problem? Das Problem ist, dass die auf unsere Kosten, die noch arbeiten gehen, müssen die alle mit durchschleusen, die da nichts machen. Identitarians are fighting against what they call Islamization. In other words, they're afraid countries are losing their European identity, which is what unites them with other right-wing groups. They also take on an intellectual identity, including their vocabulary, using a word like ethno-pluralism instead of racial segregation. Uns wird ja auch häufig vorgeworfen, wenn wir von Ethnopluralismus sprechen, dass wir einen reinen Staat wollen. Ne? Das ist vollkommener Quatsch, das haben wir niemals gesagt, dafür stehen wir auch gar nicht. Ne? Hier habe ich ja vorhin auch erwähnt. Was wollen Sie denn, wenn man das einmal klären kann? Wir wollen, dass die Deutschen im deutschen Land die Mehrheit bleiben. So, das ist der Hauptteil. Applaus, Applaus. Offenbar teilen andere Menschen meine Meinung. Ich habe einen Migrationshintergrund. Ja gut, dann sind Sie halt nur deutscher Staatsbürger. Aber nicht Deutscher und ein Teil der deutschen Gesellschaft und deutsches Volk. Zum deutschen Volk gehören Sie aus meiner persönlichen Perspektive nicht. Warum? Nun, weil ein Volk nun mal eine historisch gewachsene Größe ist, ja, und auch unter vielen Punkten, die kulturellen Punkten und so weiter und so fort, auch die Abstammung auch einen kleinen Teil dazu beiträgt. Wissen Sie was, wenn es Ihnen hier nicht passt, dann gehen Sie dahin, wo es Ihnen besser passt. Ich habe hier in Dresden studiert und ich lebe heute in Berlin. Ja und, dann gehen Sie, wenn es Ihnen nicht passt, dann gehen Sie hin, wo es Ihnen besser passt. Wo soll ich denn hin? Ja, ganz einfach. Ja, wo Sie herkommen. Wo komme ich denn her? Ja, das müssen Sie doch wissen. Woher soll ich denn das wissen, so ein Quatsch? Ich habe hier in Dresden studiert und lebe in Berlin. Hören Sie da auf mit dem Scheiß. Aber Sie sind nicht deutsch. Wie bitte? Vielen Dank. Dankeschön. It wasn't easy reporting here. At one point, someone tried to grab our camera. And throughout the day, event security tried to keep people from speaking with us. According to Germany's Interior Ministry, the extreme right-wing movement is responsible for more than 100 criminal offenses in the past 16 months. Since 2016, the Federal Office for the Protection of the Constitution has been monitoring the movement. Mir war es heute sehr wichtig, dass ich mit sehr vielen Menschen spreche. Manche waren sehr offen mir gegenüber und andere haben gesagt, nee, auf keinen Fall wollen wir mit dir sprechen. Ich habe mich auch zwischendurch diskriminiert gefühlt und was halt sehr, sehr komisch ist und auch mir Sorgen macht, dass alles unser Summer Festival ist und harmlos rüberkommt, aber am Ende waren manche Aussagen eindeutig rassistisch und fremdenfeindlich.